Hallo. Oh, es regnet. So, ja, es regnet. So, wir sind wieder da. Und meine Stimme klingt, glaube ich, ein bisschen besser schon. Nicht mal ganz wie so ein Kettenraucher, der 20 Schachteln raucht, aber einer wie 10 Schachteln. Oh, das ist Schienenunglück noch. Was denn da passiert, Marco? Was denn, wo bist du? Hier, die ganzen Schienen. Ich weiß nicht, irgend so ein Trottel hat Wasser hier rausgeschüttet. So ein Spaß. So, wo sind wir denn hier stehen geblieben? Schacht waren wir schon, glaube ich, am machen, gell? Genau, wir brauchen Glas, das haben wir vergessen. Ich habe noch 25. Gut, das wird reichen. Dann muss, glaube ich, auch nur eine Reihe, glaube ich, hin, gell? Damit die nicht mal hochkommen. Weiß ich nicht genau. Ja, es wird, denke ich, mal reichen. Ich mache mal hier ein bisschen auf. Blob. Blob. Oh, ja, okay. Das ist echt perfekt. Wow. Jetzt habe ich dir fast einen mitgegeben. Magic. Oh. Oh, und hier ist ja schon Bedrock dann gleich auch. Ja, das ist halt das einzig Schlechte. Aber das kriegen wir schon hier unter. Das ist ein bisschen eng. Ja, eng wird's für das Abzählen. Da wird's richtig eng. Warum? Ja, darum, weil das da relativ groß ist. Ich brauche 14 Repeater, glaube ich. Ja, da haben wir Platz hier an die Seite. So viel wir wollen. Ja, das schon. Aber da müssen wir auch aushöhlen. So, so. Willst du oben vielleicht auch an den Rand das machen, oder? Was meinst du? Oder warte, besser, Vorsicht, oder? Gleich kommt. Magst du mir den Stone Brick hier abreißen und ich baue dann Glas hin? Mach ich. Oh, perfekt. Und jetzt den bei dir. Moment. Ach, da war ich ein bisschen langsam. Hier ist noch einer. Okay. 1, 2, 3. Oh, wow, perfekt. Magic. Okay, und jetzt halt den. Moment. Da kommt ja nichts. Achso, ja gut, stimmt. Ja, aber dann brauchen wir hier das untere Glas nicht. Dann machen wir das weg. Achso, da kommt Wasser. Hiermit. Brauchst du Glas? Oder? Nee. Okay, also. Weil brauchen wir hier die unteren nicht. Dann können wir. Machen wir es eins höher, meinst du? Genau, also das Glas hier machen wir weg. Das schauen wir nicht. So, und dann. Hast du schon Sticky dabei vielleicht? Nicht, oder? Ich habe die Mats dafür dabei. Also ich muss nur quasi einmal hier nach oben und dann. Da ist die Workbench doch. Ja, doch, so. Das wäre der Piston. Und hier der Block, den er verschiebt. Moment, ich war schon im Pisten. Ah, da brauchen wir doch noch Glas hier. Wie ging das nochmal? Holz oben. Cobblestones, oder? Oh Gott. Ich weiß das nie. Nee, andersrum? Achso, okay. Seitlich Cobblestones, Holz oben. So, gut, hab ich. Ein bisschen Licht hier. Wollen wir zwei Pistons machen, die hier zerquetschen? Hier beim Sand, oder? Warum zwei? Übereinander, weil die Spinnen ja nur eins hoch sind. Damit man hier dann leichter hinkommt zum Schlagen. Achso, also, warte mal, wolltest du es quasi so machen, dass sie da drauf landen und da dann drauf geschlagen werden? Achso, stimmt, oder? Stimmt, so können wir es machen. Ja, nee, stimmt, da brauchen wir nur einen Piston. Genau. Dann. Okay. Warte, das wird die Fläche, wo sie landen. Von vorne, nee, von vorne, nicht von der Seite brauchen wir es. Hier von der Seite oder so. Von welcher Seite willst du draufhauen? Also von vorne hier, oder? So. Okay, dann kann ich ja den Piston an die Seite machen. Dann mache ich den dahin. Genau. Da kommt jetzt noch der Block dran. Ja. Dann haben wir hier einen Block. Das kann ja fest sein. Dann bauen wir es gleich mal schöner. Hier könnten wir Glowstones reinmachen. Haben wir sowas noch? Ja, nein, haben wir nicht. Das haben wir leider nicht. Habe ich alle verbaut? Ich schau mal kurz hoch. Hast du. Dun, 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 dun. Und ich nehme uns Betten mit. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wo wir eh nicht wissen, wie viel Uhr es ist.
Macht nichts, wir probieren einfach ab und zu mal zu schlafen. Also, wir bauen uns dann irgendwann mal jetzt echt bald eine Minecraft-Uhr. Das haben wir eigentlich vor seit der ersten Folge, ne? Ich weiß das Damals Rezept hatten immer wir noch irgendwas nicht, nicht. aber irgendjemand hat es geschrieben. Ich glaube, es war irgendwas mit einem Diamond in der Mitte oder so. Ich weiß das nicht, ich hab das. Die braucht man eigentlich auch nie. Zumindest kommt mir so vor. Komm schon, Glowstone. Ah doch, wir haben noch zwei. Zwei müssten reichen vorerst. Zaun habe ich schon mit. Ja. Ah, hat es da spät nachgeladen. Bum, 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 bum. Ich komme, ich komme. Okay. Das Bobbing macht mich irre. Wie könnt ihr euch das nur immer wünschen? Echt Motion Sickness. Ich spiele ohne. Boah. Aha. Irgendwann ticke ich aus und muss wieder aus. Okay, sieht doch nicht so Oh. geil aus, wie ich dachte, oder? Oder doch? Ja, geht schon. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch genug Platz. Jetzt muss Bisschen ich mir kurz mal. Jetzt muss ich mir nochmal optisch hier. herstellen. Repeater. Ich brauche so viel Repeater. Bin gleich wieder da. Ah, das Achso, ist doch dafür gleich brauche ich ganz gut, erstmal ne? Torches. Ich bin gerade nicht unten, ich sehe es nicht. Ich fange mit den Verschönerungsarbeiten an. Gut. Wir könnten es von der Seite hier so machen, so. Jetzt sehe ich, dass ich zu wenig Redstone dabei habe. Ich höre Bin gleich wieder Kisten. da. Ich würde ja jetzt eigentlich mit dem Minecart hochfahren. Warum tust du es nicht einfach? Weil wir keine Schienen da haben. Ich hoffe, das überflutet hier nicht zu viel. So. So, genau. Ja, stimmt, das mit dem Glas können wir auch erklären, oder? Weil ich war ja irgendwie nicht so der Hellste und habe das irgendwie nicht gewusst. Was mit dem Glas? Ja, dass Spinnen Glas nicht hochklettern können. Ach so, ja. Das war für mich irgendwie neu, als es mir Marco letztens erzählt hat. Ja, das passiert. Stößt Wo man ist sich unser echt den Redstone? Kopf an. Ach da. Na gut. Machen wir das hier zu. So. Muss doch alles schön aussehen hier unten. Beim Spinnentöten muss man sich auch wohlfühlen. Jetzt haben wir nur so Natürlich. Flecken von dem Boden hier. Hast du Flecken am Boden? Ja, Bedrock. Der kommt da durch. Ich Baust krieg du ihn dir nicht aus? weg. Ich gebe dir eine Fortune. Eine Dings, eine Efficiency 4. Unbreaking. Dann kannst du einen halben Tag dran rumbauen. Vielleicht bricht er irgendwann. Das stimmt. Oh no! ja. Dankeschön. Shit happens, ne? Da hab ich mir gedacht, hier so den Knopf vielleicht. Hatte ich eine Fackel, Ja. daneben den. Ne, hier den Knopf so. Hier eine Fackel und da eine Tür dann. Können wir hier Ja, hinter warum reingehen. nicht? Kein Problem. Achso, jetzt habe ich. Oh Gott, jetzt habe ich die Repeater nicht gebaut, sondern nur die Mats mitgenommen. Ein Stockwerk drauf. Und Ja, los stimmt, wir können hier geht's. so ein Kontrollding hochbauen. Wo gehst du da hoch? Ach, hier. Da ist so eine kleine Treppe. In dem Raum eine Leiter bauen, oder? Ja, oder eine Treppe. Hier ist die Treppe. Der Boden. Hier biegt man noch ab. Hier eine Treppe. Sodala, wie fange ich denn jetzt hier an am besten? Ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen Platz. Oder das Ich Redstone.
Naja, noch eins zu. Was baust du da ab? Redstone. Ich hör's klingeln. Warum habe ich eigentlich so viele Äpfel? Oh, da kommt man echt beschissen raus. Das gibt's doch nicht. Wusstest du? Kann man genau hier an der Wand raus, wo wir echt zumachen müssen. Ja, macht nichts, nehmen wir halt irgendwo anders. Kriegen wir schon hin. Okay, dann kümmere ich mich erstmal ums Zubauen hier von dem Zeug. So, was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich... Ach, machen wir das zu, so. Alles, was man nicht sieht, ist egal. Wir könnten da auch so Kontrolldinger reinmachen, so eine Schleuse. Nee. Ja, warum nicht? Das können wir wegmachen. Gott, drei Mobspawner müssten aber schon ordentlich abgehen. Ja, im Grunde schon, ne? Und schon. Ach, ich baue einfach noch hier den Boden ein bisschen ab. Damit das alles eine Ebene wird. So, haben wir irgendein Thema, über das wir quatschen können? Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen aktiver, jetzt kann ich wieder reden. Kannst du wieder reden? Ja. Ja, kannst du immer noch deinen Vater nachmachen? Fast kannst du es, fast. Stimmt, eine Bugfix-Liste ist ja rausgekommen, so ganz lange, ein Snapshot, 1, 4, 3. Ja, genau. Ist schon ein bisschen her. Haben wir noch nicht getestet, aber es waren über 100 Bugfixes, glaube ich, dabei. Sogar mit einer vollständigen Liste. Was recht krass war für Mojang. Unglaublich, dass die arbeiten. Ja. So. Unsere Theorie war, dass die Tacket-Jungs da einfach mal sich hingesetzt haben, einen Abend lang. Bucket. Nicht Tacket. Aber das war so meine Theorie. Aber wir haben die ja ganz viele Sachen gefixt, so Kleinigkeiten, also keine besonderen Sachen jetzt hat, aber irgendwie die Hitbox der Kiste war ja immer noch ein ganzer Block, glaube ich. Und die Kiste ist ja mittlerweile kleiner. Da haben sie die Hitbox eben geändert. Auch irgendwie bei der Ender-Chest, was weißt du noch? Ein paar so Sachen sind mir im Kopf geblieben. Wichtiges, Unwichtiges. Genau. Ah, hier machen wir Treppen hin. Ah, ich baue es richtig geil hier um. Ups. Ah nein, das war zu weit, verdammt. So. Hier eine Fackel. Aber doch, hier machen wir auch eine Treppe hin. Du hast Cleanstones noch ein bisschen, gell? Ja. Oder viele, oder? Relativ. Jetzt baue ich das in die ganz andere Richtung, wie ich es bauen wollte eigentlich. Ja, ist ja wurscht. Wir haben Platz. So. Gott, hier kann man gar nicht rüberlaufen. Okay, wir bauen es in eine andere Richtung. So, dann schaue ich mal kurz hoch. Und nach Cleanstones noch. Cleanstones. Cleanstones? Ich muss mal diesen Nether Fog ausmachen. Der regt ein bisschen auf. Oh, ich glaube, ich gehe schlafen, wenn ich oben bin. Es ist schon dunkel. Nein. Oh, ich muss doch noch husten. Ich muss weiterbauen. Nur ganz kurz, Marco. Nur ganz kurz. Eins. Darfst dich auch ausloggen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gott, jetzt ist es hier auch zu klein. Ah. Soll mich ausloggen? Ja, ja, die Testis machen wir. Kabinenparty. Jetzt. So, gute Nacht. Jetzt.